Hallo, so wir teilen heute noch ein paar mehr Zahlen und reden über die Division. Wir haben in dem letzten Video schon Zahlen dividiert, also größere Zahlen mit einstelligen Zahlen dividiert und heute wollen wir größere Zahlen durch zweistellige Zahlen teilen. Also einfach mal schauen, wie zweistellige Zahlen in größere Zahlen reinpassen und ich fange mit einem Beispiel gleich mal an und nehme die 6250 und die wollen wir teilen durch 25. So, und wir gehen dabei vor, wie beim letzten Mal auch. Zuerst schauen wir mal, wie oft passt denn die 25 in die 6? Und da sehen wir, in die 6 passt 25 überhaupt nicht rein. Das heißt, wir müssen die Zahl ein bisschen vergrößern. Dann nehmen wir jetzt noch die 2 dazu und stellen uns die Frage, wie oft passt denn die 25 oder grundsätzlich erstmal passt die 25 denn in die 62? Und die passt da auf jeden Fall rein. 25 ist kleiner als 62. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie oft denn? Und da gibt es keinen richtig wirklich guten Trick. Wenn du einstellige Zahlen hast, die du dividierst, kannst du dich mit dem 1x1 super behelfen. Und bei zweistelligen Zahlen wird es ein bisschen schwieriger. Für zweistellige Zahlen gibt es nur ganz wenige Leute, die das 1x1 da quasi können, auswendig. Das heißt, wir müssen da einfach ein bisschen rumprobieren. Da gibt es keine richtig gute Methode. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also, wie oft passt 25 denn in die 62? Also einmal mindestens. Vielleicht passt es aber auch zweimal. Also zweimal 25. Ist 50, also 50 passt hier auf jeden Fall noch rein und dreimal ist dann, glaube ich, zu groß. Das heißt, 2 mal 25 passt hier rein, schreiben wir die 2 hier rein und dann multiplizieren wir 2 mal 25 und schreiben das Ergebnis hier unten drunter. Also 2 mal 5 ist 10, die 1 können wir uns hier merken und 2 mal 2 ist 4 plus 1 ist 5. Das heißt, wir haben hier 50 und das können wir jetzt abziehen. 62 minus 50 ist 2 und also 2 minus 0 ist 2 und 6 minus 5 ist 1. Das heißt, hier kommt als Ergebnis 12 raus. 62 minus 50 ist 12. Wir ziehen die, so hellblau, wir ziehen die 5 runter und stellen uns jetzt die gleiche Frage nochmal. Wie oft passt denn 25 in die 125? Und ich merke mir immer, 25 passt in 104 mal rein. Also 4 mal 25 ist 100. Das hört man relativ oft, immer wieder. Und wenn ich da noch einmal 25 drauflege, das wäre dann 5 mal, das sind 125. Das heißt, da wissen wir es eigentlich auch schon relativ gut. Also 25 mal 5 rechnen wir jetzt. Also wir haben gesagt, 25 passt in die 125 5-mal und haben die 5 hier hingeschrieben. Und jetzt rechnen wir nochmal sicherheitshalber, dass das auch alles stimmt. 5 mal 5 ist 25 und 5 mal 2 ist 10 plus 2 ist 12. So, und dann kann ich wieder abziehen. 5 minus 5 ist 0, 2 minus 2 ist 0 und 1 minus 1 ist 0. Hier kommt also gar nichts rum. Hätte ich auch gleich weglassen können. 125 minus 125 sieht man ja auch auf den ersten Blick, ist 0. Und jetzt darf ich nicht vergessen, diese Stelle noch runterzuziehen, auch wenn das eine 0 ist. Den Rechenschritt muss ich tatsächlich noch machen, weil die 0 zählt ja hier was. Das ist ja quasi eine extra Stelle. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie oft passt denn die 25 in die 0? Nur der Vollständigkeit halber. Und die passt genau 0 mal rein. Und 0 mal 25 ist 0. Machen wir uns einfach noch der Vollständigkeit halber fertig. Und 0 minus 0 ist auch 0. Das heißt, das geht genau glatt auf. Und unser Ergebnis für 6250 durch 25 ist 250. Andersrum gesagt könnte man auch sagen, die 25 passt in die 6250 genau 250 mal rein. So, und genau so machen wir auch die nächste Aufgabe. Ich mal hier ein bisschen hochscrollen. Und dann nehmen wir 2.000,
265 durch 15. Wie gesagt, mit den zweistelligen Zahlen oder auch mehrstelligen Zahlen später mal muss man immer ein bisschen rumexperimentieren. Da gibt es keine so richtig saubere, klare Methode. Aber ich denke, ihr kommt damit schon ganz gut zurecht. Also, zuerst stellen wir uns wieder die Frage, wie oft passt denn die 15 in die 2? Und in die 2 passt die 15 gar nicht rein. Das heißt, wir erweitern das. Wie oft passt die 15 in die 22? Und da wissen wir schon, aha, ja klar, die passt da einmal rein. Also 1 und 1 mal 5 ist 5 und 1 mal 1 ist 1. Wir hätten auch einfach 1 mal 15 rechnen können. Du weißt ja bestimmt noch, jede Zahl, die mit 1 multipliziert wird, ist das Ergebnis seiner selbst, also die gleiche Zahl. So, und das ziehen wir wieder voneinander ab. 22 minus 15 ist 7. So. Und ich ziehe die 6 nach unten. So, und jetzt müssen wir schauen, wie oft passt denn die 15 in die 76? Also zweimal mindestens, ne? Das Doppelte von 15 ist 30. Also 30 passt da locker rein. Und wenn wir 30 nochmal verdoppeln, haben wir 60. Das heißt, das wäre 4 mal. 4 mal passt 15 hier auch ganz locker rein. Und ich glaube, das passt sogar 5 mal rein. Schauen wir mal gerade. Es kann gut sein, dass ihr euch übrigens verschätzt bei dieser Fragestellung, wie oft eine zweistellige Zahl hier reinpasst. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr das auch kontrollieren. Das zeige ich euch beim nächsten Beispiel, wie ihr das macht. Also, jetzt rechnen wir erstmal 5 mal 5 ist 25. Und 5 mal 1 ist 5, plus 2 ist 7. Schau, sind wir gerade so 1 kleiner wie die 76. Und das Ergebnis ist 76 minus 75 ist 1. Wir könnten auch hier einzeln rechnen. 6 minus 5 ist 1 und 7 minus 7 ist 0. Bleibt also hier 1 übrig. Und jetzt ziehen wir noch die 5 runter. 5. Und das sieht man schon auf den ersten Blick. Wie oft passt die 15 in die 15? Klar, sagst du dir, genau einmal. So, und um das hier vollständig fertig zu rechnen, und jetzt schreiben wir noch einmal 15 ist 15 hier drunter. Ziehen das ab und sehen, das ist ja genau 0. Wunderbar, bleibt also kein Rest übrig. Diese Aufgabe geht genau auf. Also die 15 passt in die 2265 genau 151 mal rein. Oder andersrum gesagt, 2265 durch 15 ist 151. So, jetzt machen wir noch eine Aufgabe. Die ist ein bisschen schwieriger. Da muss ich dann selbst auch ein bisschen, komme ich dann selbst auch ein bisschen ins Rechnen. So, 5978 durch 67 wollen wir rechnen. So, gleiche Frage wie vom Anfang. Wie oft passt die 67 in die 5 rein? Gar nicht. Wie oft passt die 67 in die 59 rein? Auch noch nicht. Die 59 ist kleiner als die 67. Das heißt, wir müssen jetzt noch die 7 dazu nehmen und fragen uns, wie oft passt denn die 67 in die 597? So, das ist jetzt schon ein bisschen größer, ein bisschen schwieriger. Und eine Methode, wie man sich da so annähert oder irgendwie so grob in die Nähe kommt, ist, indem du sagst, okay, 597 ist ja fast 600 und 67 ist fast 70 und du könntest jetzt mal schauen, was ist denn 9 mal 7 oder 9 mal 70, das wären 630 und 630 ist also noch zu groß, das heißt, dann nehme ich lieber mal 8 mal 67 und schau mal, ob das passt. So, das heißt, ich probiere das mal mit 8. Und rechne dann einfach 8 mal 67, also zuerst 8 mal 7. 8 mal 7 ist 56. Und 8 mal, was haben wir? 8 mal 7 ist 56. Und 8 mal 6 ist 48. Und 48 plus 5 ist 53. So, 53.
Aha, und jetzt sehen wir schon, es ist ja tatsächlich kleiner als die 567. Das ist schon mal gut. So, jetzt ziehen wir die zwei Zahlen noch voneinander ab. 7 minus 6 ist 1, 9 minus 3 ist 6 und 5 minus 5 ist 0. Das heißt, wir bekommen hier als Ergebnis 61 raus. Und das ist auch genau richtig. Also die Zahl ist nämlich kleiner als 67, was bei diesem Rest immer der Fall sein soll bei der Division. Weil wenn es jetzt größer wäre als die 67, dann hätten wir, dann war hier 8, wäre quasi 8 nicht genug gewesen. Wenn jetzt hier mehr als 67 stehen würden, hätten wir ja auch durch 9 teilen können. Und dann hätten wir es einfach nochmal überschreiben können. Also das ist der eine Check, ob du hier durch die richtige Zahl, ob du die richtige Zahl genommen hast, dass die Zahl, die als Ergebnis rauskommt, kleiner ist. Die andere Prüfung, die du machen kannst, ist, die Zahl muss auf jeden Fall positiv sein. Und das ist er auch. Ne? Die Zahl ist größer als 0, das ist 61. Gut, super. Dann gehen wir weiter und ziehen die 8 runter und stellen uns jetzt die gleiche Frage. Nochmal, wie oft passt denn die 67 in die 618 rein? Und vorhin haben wir gesagt, also 70 ist es ja fast, 70 mal 9, also 630. Es ist aber ein bisschen kleiner wie 70. Ich probiere es jetzt mal einfach mit 9. Schau mal, was dabei rauskommt. Also zuerst rechnen wir 7 mal 9. 7 mal 9 ist 63. Und dann 6 mal 9. 6 mal 9 ist 54 plus 6 ist 60. Dem ersten Anreiz nach ist es schon mal gut. Die untere Zahl ist kleiner wie die obere, das heißt, die können wir jetzt schön abziehen. 8 minus 3 ist 5, 1 minus 0 ist 1 und 6 minus 6 ist 0. Das heißt, bleibt tatsächlich nur 15 übrig. 15 ist kleiner als 67, das passt. Und 15 ist auch größer wie 0, das passt auch. So, und jetzt zum Abschluss können wir jetzt die 67, die passt jetzt hier nicht mehr in die 15. Das heißt, das ist tatsächlich unser Rest. 15 bleibt hier am Ende übrig. Das heißt, wenn wir jetzt Dezimalzahlen rechnen könnten schon, dann könnten wir das auch irgendwie anders hinschreiben. Aber im Moment schreiben wir als Ergebnis hier erstmal hin 5.978 durch 67 ist 89 mit einem Rest von 15. So, und ich hoffe, das ist dir einigermaßen eingeleuchtet und hat dir Spaß gemacht. Also wie gesagt, das Prinzip ist genau das gleiche wie bei der Division mit einstelligen Zahlen. Du musst nur eventuell ein bisschen länger rumexperimentieren und überlegen, wie die Zahlen hier reinpassen. Kannst du dich zur Not auch irgendwie annähern oder ein bisschen schätzen. Und du siehst dann schon immer, ob die Ergebnisse richtig sind. Und im schlimmsten Fall musst du eventuell nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und das kannst du jetzt anwenden. Tschüss.